E-Fuels, ein Begriff, der die letzten Wochen vermehrt durch die Medien geisterte. Der Grund: bis Ende März wurde heftig darüber diskutiert, mit welchem Energieträger wir die nächsten Jahrzehnte unsere Mobilitätsansprüche befriedigen werden. Ursprünglich sahen die Pläne der EU vor, ab 2035 keinen Neuwagen mehr mit Verbrennungsmotor zuzulassen. Auf Druck von Deutschland und auch Österreich kippte die EU allerdings im letzten Moment dieses Vorhaben und schwenkte um. Geplant ist eine neue Fahrzeugkategorie für Verbrenner, die ausschließlich mit E-Fuels betankt werden. Doch was sind E-Fuels eigentlich? E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die auf Wasserstoff als Grundprodukt basieren. Dieser hat den Vorteil, in der Natur nahezu unendlich vorhanden zu sein und weitgehend klimaneutral hergestellt werden zu können. Da Wasserstoff per Elektrolyse von Wasser mithilfe von Strom freigesetzt wird, reden Wissenschaftler hier von strombasierten Kraftstoffen oder eben E-Fuels. Mit regenerativem Strom wird Wasser per Elektrolyse in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten. Im zweiten Arbeitsschritt wird dieser Wasserstoff mit Kohlendioxid verbunden, das zum Beispiel als Abfallprodukt aus anderen industriellen Prozessen abfällt oder aus der Umgebungsluft extrahiert wird. Man entnimmt also CO2 aus der Umwelt, das später bei der Verbrennung wieder freigesetzt wird. Im Gegensatz zu Wasserstoff, der ebenfalls in Verbrennungsmotoren als Treibstoff dienen könnte, lassen sich E-Fuels problemlos über weite Strecken transportieren und in ihrer chemischen Zusammensetzung so gestalten, dass sie mit bestehenden Diesel- und Benzinmotoren kompatibel sind. Wesentlicher Nachteil von E-Fuels ist deren schlechter Wirkungsgrad. Das liegt an Energieverlusten bei der Umwandlung von elektrischem Strom in synthetischen Kraftstoff. Deshalb ist der Bedarf an erneuerbarer Energie für die Produktion höher, als würde der Strom direkt zum Laden eines E-Autos verwendet werden. Dazu kommt der schlechte Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotors. Nur rund 25-45% der Energie aus dem Kraftstoff wird tatsächlich in Bewegungsenergie umgesetzt. Ein Elektromotor hat einen Wirkungsgrad von rund 90%. Aber nicht für alle Szenarien und Anwendungsgebiete sind Elektrofahrzeuge effizienter, wie Energieexperte David Bothe uns bei einer Pressekonferenz der E-Fuel Alliance Österreich erklärt. Ja, wichtig ist bei der Effizienzdiskussion, dass man eben nicht nur das Fahrzeug betrachtet, sondern die gesamte Wertschöpfungskette. Das heißt, wir müssen eben auch gucken, wo können Wind- und Solarstandorte genutzt werden, die dann einfach deutlich höhere Erträge beispielsweise bringen als in Europa. Und das wiederum kann dann eben die Umwandlungsverluste überkompensieren. Letztlich ist es wichtig, dass wir diese ganzen Energieversorgungsketten im Verkehr komplett von der Wiege bis zur Bahre betrachten und dann entsprechende Vergleiche vornehmen. Und da sieht man, dass eben in vielen Situationen direkte Elektrifizierung der effizienteste Pfad ist, aber eben in vielen Bereichen auch die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen und E-Fuels einen großen Beitrag leisten kann und teilweise so in Einzelfällen auch sogar effizienter sein kann. Um die E-Fuels günstig herzustellen, braucht man vor allem viel Energie, die in Europa für andere Anwendungszwecke dringend benötigt wird. Aber auch dafür gibt es eine Lösung, wie Dietmar Huber vom finnischen Kraftstoffhersteller Neste uns erklärt. Es gibt die schöne Grafik, dass ein kleines Quadrat auf dem afrikanischen Kontinent ausreicht, um die Welt mit erneuerbarem Strom zu versorgen. Nur kriegen sie den Strom nicht von Afrika auf die ganze Welt verteilt. Und genau da kommen E-Fuels ins Spiel, nämlich als Transport. Ja, also E-Fuel-Produktion macht halt global dort Sinn, wo wir sogenannte Stranded Electricity haben, wo wir also vor Ort erneuerbare Energiequellen haben, die über das hinausgehen, was wir lokal verbrennen können. Weil das macht natürlich keinen Sinn, die lokale Bevölkerung über Kohlekraftwerke zu versorgen und den erneuerbaren Strom zu exportieren. Aber solche Standorte gibt es sehr viel. Also wenn wir in Südamerika sind beispielsweise, gibt es dort Wüstenstandorte, die jetzt heute schon für Windenergie genutzt werden, wo es keine alternative Verwendung vor Ort gibt. Gleiche gilt für die großen Wüsten in Nordafrika, Australien beispielsweise. Dort gibt es halt große, weit entfernte Inselstandorte, die sehr großes Energiepotenzial haben, die aber gar nicht an ein Netz angeschlossen werden können und insofern ideal prädestiniert sind, um dort Moleküle zu gewinnen und die dann eben zu exportieren und dorthin zu bringen, wo erneuerbare Energien knapp sind, wie beispielsweise in Mitteleuropa. Die E-Fuels lassen sich also nicht nur als Zwischenspeicher nutzen, sondern auch über weite Strecken transportieren. Ein weiterer Vorteil liegt in der potenziellen Nutzung vorhandener Infrastruktur. Aktuelle Verbrennungsmotoren lassen sich mit entsprechend angepassten E-Fuels betreiben und man kann das bestehende Tankstellennetz weiterverwenden. Ob die E-Fuels in Zukunft auf das aktuelle Preisniveau fossiler Treibstoffe sinken, lässt sich noch schwer vorhersagen. Preise von unter 2 Euro pro Liter scheinen jedoch machbar.
Wenn man den Anschaffungspreis eines elektrischen Fahrzeuges mit einberechnet, könnten Verbrenner, die mit synthetischen Kraftstoffen betrieben werden, durchaus eine attraktive Option sein. Die Analysen zeigen zumindest, dass es absehbar ist, dass E-Fuels durchaus wettbewerbsfähig sein können mit fossilen Kraftstoffen. Vor allen Dingen, wenn wir dann berücksichtigen, dass darüber eben auch Klimaschutzziele erreicht werden. Und für die Bezahlbarkeit muss man eben auch berücksichtigen, dass sich für andere Optionen, wie beispielsweise Elektrofahrzeuge oder Wasserstoff, auch Fahrzeuge komplett tauschen muss. Das heißt aber gerade im Bereich der günstigen individuellen Mobilität, wo wir lange mit Gebrauchtfahrzeugen arbeiten etc., können halt eben auch E-Fuels einen Beitrag leisten, diese günstigen Segmente der Mobilität trotzdem klimaneutral langfristig zu erhalten. Dass der Ausbau der synthetischen Kraftstoffe ganz ohne Unterstützung der Politik gelingt, glauben die Experten allerdings nicht. Dabei geht es weniger um finanzielle Anreize. Für die Investoren ist vielmehr die langfristige Perspektive entscheidend. Ist hilfreich zum Hochlauf, aber auf lange Sicht nicht zwangsläufig. Es geht letztendlich um die Regulierung, eine pragmatische Regulierung. Und das ist einfach in einer Phase, wo wir jetzt massiv Investitionen tätigen müssen, wichtig, dass wir eben auch von vornherein eine Langfristperspektive den Investoren bieten können, dass jemand, der heute solche Anlagen investiert, eben auch weiß, dass er sie in 30, 40 Jahren noch nutzen kann. Bis die E-Fuels eine Alternative zu fossilen Treibstoffen werden, ist es allerdings noch ein weiter Weg. Bisher werden die synthetischen Treibstoffe nur in homöopathischen Dosen hergestellt. Als erster Automobilhersteller hat Porsche erklärt, die Entwicklung von synthetischem Kraftstoff voranzutreiben. Das Unternehmen unterstützt den Bau einer Großanlage zur Herstellung von Wasserstoff bzw. eines strombasierten Energieträgers als Folgeprodukt. Standort der Anlage ist Chile, da sich das Land ideal zur Stromgewinnung durch Windkraft eignet.